tief versteckt auf dem Berg des Waldsteins liegt der sagenumwobene Teufelstisch. Mystery Nature X wird dem Geheimnis des Teufelstisch auf den Grund gehen. Dies ist der Fall 1629-002. Für Mystery Nature X werde ich der Sage des Teufelstisch auf dem Waldstein nachgehen. In Weißdorf lebte ein Mann, der ein gelernter Feilenhauer war. Er gab aber sein Handwerk auf und verlegte sich auf ein Gewerbe, das ihm einträglicher erschien. Der Feilenhauer war ein langer, hagerer Mann, gruselig anzusehen und trug immer einen mit einem Fischotterpelz bezogenen, abgeschabten Schinderranzen bei sich. Ein Rattenfänger ähnlicher Sehen als ein ehrbaren Bürger, wurde er auch von Alt und Jung wegen seines verrufenen Umgangs gefürchtet. Überall da, wo sich ein Poltergeist zeigte, wurde er gerufen und sobald er in einen Ort kam, war auch gleich ein Poltergeist zur Stelle, den er so beschwor, dass der Geist demütig in den Fischotterranzen kroch. Alle seine gefangenen Poltergeister trug er wie gefangene Katzen hinauf zur Burg auf dem Waldstein, bannte sie in diese hinein und sorgte für gute Zucht und Ordnung. Dort sitzen sie im Burghof um einen großen Steintisch herum, tollen und tanzen und spielen zuweilen auch mit eisernen Karten, die der Feilenhauer selbst angefertigt hat. Die Karten müssen außerdem glühend heiß gewesen sein, denn man findet ihre Spuren im Stein eingebrannt. So lautet die Sage nach dem deutschen Poet Louis Clairin Hubert Bechstein. Auch erzählt man sich, dass bei Vollmond um Mitternacht, dort die Poltergeister und Dämonen mit den Teufel, mit den eisernen Karten des Feilenhauers auch noch heute um das rote Gold zocken sollen. Und die Karten, dann klirrend und funkensprühend auf den Tisch gehauen werden. Ich bin hier oben am Waldstein angekommen. Hier irgendwo in der Nähe soll der sagenhafte Teufelstisch stehen. Ich habe mir einen Kompass besorgt. Demnach ist die Aussage, dass man nach Richtung Osten gehen soll. Wir werden mal gleich schauen, wohin es uns dann führen muss. Laut dem Kompass müsste ich in dieser Richtung gehen. Viele Wurzeln, viele Steine hier unterwegs sind. Ich sehe schon ein Teilstück der roten Ruine, die Mauer. Und dahinter müsste sich gleich der Teufelstisch befinden. Ja, er ist es. Ein gigantisches Stück. Ja, hier stehe ich nun am Teufelstisch. Ein gewaltiges Teil, schätze mal gut 5 Meter hoch, hat die Form einer Glocke. Und laut der Sage, die es hier gibt, soll angeblich der Feilenhauer vom Weißdorf mit dem Teufel da oben Karten gespielt haben. Und nicht irgendwelche Karten. Man hatte rote Steine als Zahlungsmittel genommen, also Rubine und Granaten. Eher wohl Granate, die wohl hier gefunden worden sind. Und hat Karten gespielt mit eisernen Karten. Die Abdrücke sollen angeblich oben im Felsen drin sein.
Als nächstes werde ich versuchen, auf diesen Felsen zu klettern, wenn das möglich ist, um zu schauen, ob wir da überhaupt die Eindrücke von den eisernen Karten finden. Ich bin jetzt hier oben auf dem Felsen und wir werden uns gleich mal die sogenannten Eindrücke anschauen, die hier oben von dem Kartenspiel herrühren sollen. Hier unten hinter den Brennnesseln ist schon ein erstes Loch zu finden. Völlig quadratisch, wie ihr sehen könnt. Ich zoome gleich mal ran. Hier seht ihr an der ersten Auskerbung völlig quadratisch. Befreie es mal ein bisschen von dem Moos und Mist, der schon drüber gewachsen ist. Da innen drinne wächst schon was. Ziemlich nass und fitzig. Ob das von Karten sind, bezweifle ich aber stark. Denn das wirkt völlig quadratisch. 12 cm an der Länge, 11 cm an der Breite, schwer zu sagen. Die Kanten sind zwar abgerundet, aber für mich sieht es aus, als ob das künstlich eingefügt wurde. Vor allen Dingen viel zu tief, selbst für Kartenklopfen ist sowas nicht normal. Wir schauen mal, ein bisschen in den Morast reinstechen. Ja, gut. 6-7 cm geht es in die Tiefe. Also das erscheint mir schon etwas eigenartig. Hier vor meinem Fuß ist die nächste Einkerbung. Wieder mal alles verwuchert und verwachsen. Freuen wir es mal. Und die Einkerbung schaut ja man nun gar nicht nach einem Kartenspiel aus. Auch hier werde ich gleich ranzoomen, damit ihr seht, wie gewaltig das Teil ist. Seht hier nur die nächste Auskerbung. Auch alles voll mit Morast und Modder und Blättern vom letzten Herbst. Aber wenn ich euch die Dimensionen jetzt zeige, dann glaubt keiner mehr dran, dass hier mit Karten gespielt wurde. Karten von 31 cm Größe und eine Breite von gut und gerne 26 cm. Ich glaube, die Karten müssen erstmal neu erfunden werden. Und auch hier haben wir eine gewaltige Tiefe von gut 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 19 cm. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass das von Karten her rührt. Interessanterweise liegen die beiden Auskerbungen auf einer Entfernung von 1,30 Meter völlig in der Flucht. Das ist schon das nächste, was sehr, sehr eigenartig ist. Sehr interessant ist auch diese stufenartige Ausformung von gut 36 cm. Auf 24 cm regelrecht geformt wie ein Sitz. Man kann hier gemütliche Beine runterhängen lassen. Ich werde mich jetzt mal nicht draufsetzen, es ist ziemlich nass durch den Moos. Aber macht schon einen sehr kuriosen Eindruck. Also wenn das ein Tisch ist mit Stuhl, dann ist der Stuhl aber verkehrt drum. Man sieht, ist der ganze Fels ziemlich überwachsen, auch schon mit Büschen und Bäumen. Ich habe mich hier oben schon umgesehen, ob ich noch weitere Eindrücke finde. Es waren also wirklich nur diese zwei tiefen Stellen zu finden. Also so schaut es jetzt mal hier aus. Aber auch hier kann man von ausgehen, dass künstlich nachgeholfen wurde. Man sieht hier Abstufung. Vor allem die obere Kante ist sehr sauber rausgeschliffen. Beziehungsweise rausgeschlagen worden. Man kann die Streifen noch sehen. Ihr werdet jetzt gleich noch Nahaufnahmen sehen. Das ist recht stufenförmig, 20 cm hoch. Der Moos hat es etwas überwachsen, aber 80 cm breit. Hier hat man sich teilweise noch dran versucht, aber es ist wohl aufgegeben. Hier sieht man die gerade behauenen Kanten. Ich zoome gleich mal ran.
Dann wird ganz, ganz deutlich klar, dass hier mit menschlicher Hand gearbeitet wurde. Man sieht auch, dass mit Stemmeisen gearbeitet werden muss, die Vertiefungen drillen und immer diese abgehackten kleinen Stellen. Also das ist mit Sicherheit nicht natürlich entstanden. Das war es für Mystery Nature X. Schauen Sie auch nächste Woche, wenn es heißt, wir schauen, ob der Teufel bei Vollmond hier Karten spielt. Nächste Woche geht es spannend weiter, wenn Mystery Nature X Investigator Sven den Fall zu lösen versucht.